Hallo, der Zero hier. Heute packen wir aus die Assassin's Creed Syndicate Big Ben Edition und wie letztes Jahr bei Unity wirkt das Spiel separat dabei, in dem Fall in der Special Edition, und wir schauen einfach mal rein, was wir darin finden. Zunächst mal haben wir hier die Assassin's Creed Syndicate Spieldisk und ein Zettel Spielanleitung. Über das Pausemenü des Spiels kannst du auf die Steuerung zugreifen. Wenn du Fragen hast, dann gehe auf http://blablabla. Alles klar. Hinten mal drauf Werbung für die drei Assassin's Creed Chronicles Teile, die es als Download gibt oder geben wird, weil noch nicht alle verfügbar sind. Und wir haben hier den Season Pass. Oder zumindest Werbung für den Season Pass. Und wir sehen darin, enthalten ist die eine neue Einzelspielerkampagne von Assassin's Creed Syndicate über Jack the Ripper. Es gibt noch ein paar Einzelmissionen, der letzte Maharaja. Und hier sehen wir noch ein paar Einzelmissionen. Eine lange Nacht, super Kontrolle, Verschwörung und Charlie entwickeln und ein paar Ausrüstungsgegenstände. All das ist in diesem Pass enthalten. Der Season Pass ist tatsächlich auch in dieser Edition enthalten, allerdings nicht so separat, sondern der wurde per E-Mail geschickt, der Download-Code, und ist bei mir schon eingelöst. Gut, dann haben wir hier noch die Inhalte der Special Edition. Das sind zwei Missionen, sowohl einmal Darwin und Dickens, die Verschwörung, und Runaway Train, also irgendwie, ja, keine Ahnung. Hier ist der Download-Code, aber den da schon eingelöst. Und dann haben sie noch die Soundtrack-CD reingepackt. Soundtrack-CD mag ich sehr. Könnte man eigentlich bei jeder Special Edition reinpacken. Wenn der Soundtrack gut ist, ist das immer eine schöne Sache, wenn man ihn hat. Mehr ist tatsächlich auch gar nicht drin. Wobei der Soundtrack so in der Special Edition wahrscheinlich nicht enthalten ist. Sondern Inhalt der größeren Collector's Edition ist. Okay, legen wir das Spiel weg und sehen mal rein, was wir hier finden. Zunächst haben wir hier eine Blackbox zum Ausnehmen. Und da haben wir eine Lithografie. Eine ziemlich unspektakuläre, wie ich sagen muss. Allerdings muss man auch sagen, dass Fans darüber abstimmen können, welche Lithografie da drin ist. Auf der Rückseite steht drin, die Big Bang Collector Edition, bla bla bla, thank you for being the most, Big Bang, bla bla bla. Also, mir wird dafür gedankt, dass ich die gekauft habe. Sehr schön. Dann haben wir hier noch. Na, einen Flachmann für die Säuberung noch nicht. Finde ich jetzt nicht so spannend, aber nicht. Und dann haben wir hier das Steelbook. Ja. Oppression has to end. Die Unterdrückung muss enden. Okay. Wir sehen hier nochmal ein Stadtbild von London. Und es ist geprägt. Geprägte Stilbuch ist immer schön. Die wirken irgendwie ein Ticken weniger. Das wird eh ein bisschen anders als normale Stilbuchs. Okay. Dann haben wir hier noch. Aha. Das leider. Das Artbook. The Art of Assassin's Creed Syndicate. Okay, schauen wir rein, Charaktere.
Naja, und dann haben wir noch. Okay. Die Map von London im Spiel. Sonderlich viel von London ist das nicht. Das wird definitiv ausreichen. Der Queen Park kann man auch stoppen. Okay. Packen wir mal rein. Kommen wir zum Hauptstück. Und das hier ist ein Magnet. Sind hier noch andere Leute. Ändert sich nicht viel. Sehen sich, das Symbol ist da. Und jetzt können wir das soweit öffnen. So. Und die Figur schauen wir uns direkt nochmal von da an. Okay. Das war der Inhalt der Assassin's Creed Syndicate Big Ben Edition. Es ist etwas weniger Kleinkram als letztes Jahr bei der Use Edition. Wer das nochmal sehen möchte, ein Video dazu gibt es auf meinem Kanal. Man darf aber an der Stelle auch nicht vergessen, dass der Season Pass enthalten ist und man zukünftig den Zugriff auf alle Add-ons hat. Ich persönlich bin kein Freund von viel Kleinkram. Ich finde das hier mehr als ausreichend. Dieser Flachmann hätte schon nicht sein müssen. Das wäre soweit von meiner Seite. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen da oder auch nicht. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Video. Bis dann.